Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Pandalina Crafting Kanal. Heute schauen wir uns die zuckerzuckersüßen Lebkuchenmännchen von World of Patrons an. Dazu gibt es natürlich wie immer ein paar Kartenideen und ein paar Inspirationen. Seid also gespannt, was euch nach dem Intro erwartet. So, ihr seht schon, hier ist die Visitenkarte von der lieben Lena, also von der Shopbetreiberin World of Patrons. Hier seht ihr übrigens die Kontaktdaten, also ja, schaut doch gerne mal im Shop vorbei. Ich verlinke ihn aber euch wie immer unten auch in der Infobox. Dann fangen wir gleich mal mit den Motiven an. Also es ist kein neues Winterrelease, aber diese Produkte gibt es, glaube ich, schon seit letztem Jahr. Und zwar sind das so gesehen, ja, Lebkuchenmännchen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles so gut sehen könnt. Deswegen habe ich für euch die Motive nochmal ausgedruckt, damit ihr sehen könnt, wie die Motive abgestempelt aussehen. Lasst euch aber bitte nicht von diesen, ja, Streifen hier irritieren. Das liegt wirklich allein an meinem Drucker. Ich bin überhaupt froh, dass er druckt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem auch ab und zu mit eurem Drucker habt. Also, dass da immer kleine Problemchen auftreten und. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Also, wie ihr seht, das sind die süßen Lebkuchenmänner. Es gibt noch mehr, die zeige ich euch natürlich. Aber ich wollte euch zur Eröffnung, sage ich mal, des Videos meine, ja, Karte zeigen, auf die ich wirklich auch sehr, sehr stolz bin, denn ich habe sehr, sehr lange an dieser gewerkelt. Und zwar ist das diese hier. Ich, ja, es sind quasi die ganzen Lebkuchenmännchen, also die Vierer Lebkuchenmännchen auf einer Karte. Und ich habe einfach mal eine neue Technik ausprobiert, und zwar nennt sich das Ganze Masking. Und zwar habe ich einfach die Stempel hier auf dem Papier, sage ich mal, raufgestempelt und auch den Hintergrund auf dem gleichen Papier gemacht. Also sprich, ich habe die nicht nochmal extra ausgeschnitten und das separat gemacht, sondern quasi alles in einem. Also man sieht das auch, wenn man das so macht, genau, dass es, sage ich mal, 2D ist und nicht 3D. Das ist quasi auch so eine Technik, die man machen kann. Ist ein bisschen fummelig, aber ich finde, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich habe dann den Hintergrund ganz einfach mit Distress-Oxiden gestaltet. Ihr wisst ja, ich schwöre ja total auf diese Stempelkissen. Und dann habe ich genau so einen Verlauf erzeugt. Und dann habe ich einfach hier mit Metallic-Farben, also mit diesen Metallic-Watercolors, einfach ein bisschen, ja, Schnee und Sterne rüber gesprenkelt. Und so gesehen, fertig war dann die Karte. Genau, zu diesem Kandidaten habe ich dann gleich auch noch eine Schaukelkarte gemacht, weil ich dachte mir, naja, ein Schaukelpferd, na, da passt doch so eine Schaukelkarte. Die sieht so aus. Also ich habe ihn einfach genauso koloriert und habe hier ein paar, ja, Schleifchen gestempelt und einfach, ja, noch ein paar Sprüche dazu gemacht. Yippie, Happy Xmas, also Happy Christmas. Und so sieht die, sag ich mal, aus, wenn man sie hin und her schaukelt. Ihr wisst ja, ich bin ja auch ein Riesenfan von diesen Schaukelkarten. Und die gehen wirklich sehr, sehr einfach und sehr schnell. Es ist einfach, ja, sag ich mal, aus einem Kreis. Oder es sind quasi zwei Kreise, die man einfach faltet. Und zack, habt ihr dann die fertige Karte. So, dann gibt es bei dem Winter Release auch noch weitere Sachen. Die schauen wir uns jetzt natürlich auch an. Und zwar habe ich das so vorbereitet, damit ich euch natürlich nicht unnötig spoiler. Hier unten seht ihr schon mal weitere Motive. Das hier ist ein Keksglas mit einem Lebkuchenmännchen, der auf einem Keks sitzt. Und hier sind ein paar Sprüche. Also ihr könnt das jetzt nicht lesen, aber ich lese euch das mal vor. Hier steht, ich schenke dir ein Glas voller. Und dann kann man optional entweder Liebe stempeln, Glück oder Kekse. Und ja, also so sieht das dann ungefähr aus. Wie gesagt, lasst euch bitte nicht irritieren, das lag allein an meinem Drucker. Ich habe hier jetzt auch eine Beispielkarte, da seht ihr das besser, wie das dann gestempelt aussieht. Und zwar habe ich hier diesen kleinen Süßen einfach auf das Keksglas gestempelt. Also hier sieht man diesen Teil nicht. Und hier habe ich auch diese Masking-Technik gemacht. Also sprich, dass es so aussieht, als ob das ein Motiv wäre. Und ja, habe den Kleinen hier quasi einfach hier raufgesetzt. Und das Coole ist, dass man auch, wie gesagt, die
Wörter wechseln kann. Ich habe jetzt einfach ich nochmal separat gestemmt und dann schenke dir ein Glas voller Kekse. Habe mich dazu entschieden, weil das wirklich sehr kekslastig ist und das einfach dazu gepasst hat. Und das Coole ist, wie gesagt, dadurch, dass das ja Gummistempel sind, sieht man ja schlecht, wohin man das, sag ich mal, stempelt. Ihr müsst aber, wenn ihr stempelt, einfach nur das waagerecht, also so reinmachen, dass es einfach gerade ist. Und dann ist es automatisch, sag ich mal, so schräg. Das ist eigentlich das Coole, also das dient quasi als Orientierung. Also wenn ihr euch diese Sprüche kaufen solltet, dann schneidet am besten das nicht, sag ich mal, so rundherum, weil ich finde, dann verliert man sehr schnell die Orientierung, wie man das jetzt nochmal stempeln soll. Ja, und wenn man das dann, okay, ich mache es jetzt mal mit Keks, wenn man das dann hier so reinstempelt, so zack, dann sieht das dann auch genauso aus. Kekse. Genau. Und ihr seht, ich habe es wie immer wieder mit meinem Tombow montiert. Wenn ihr noch Schwierigkeiten bei der Stempelmontage habt, dann klickt doch gerne auf dieses Video hier oben. Da habe ich auch anhand von World of Patreon Stempeln gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Also seid euch nicht zu scheu und klickt einfach mal hier oben rauf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann möchte ich einfach noch mal feststellen, wie süß diese kleinen Lebkuchenmännchen sind. Schaut euch doch mal an. Es ist total süß, wie der Kleine einfach da oben so frech sitzt und dann winkt und sagt, ja, hier, ich schenke dir ein Glas voller Kekse. Ja, also für ihn ist das Glas definitiv halb voll. Und ja, es ist, ach Mann, ich finde die einfach so süß. Schaut euch doch mal nochmal die Motive an. Ich finde, es ist auch so ein, ja, für jeden Stempelsammler ist es so ein Must-Have, weil sie sind einfach süß. Ich liebe ja Lenas Motive so sehr und ja, ich verbastel total gerne ihre Motive. Es macht einfach Spaß, mit denen ja ein bisschen rumzuexperimentieren und ein bisschen rumzuspielen. Dann kommen wir mal zu ein paar Accessoires. Und zwar, genau, die kommen mal wieder weg. Und zwar gehen wir jetzt auf diese drei hier ein. Dazu habe ich jetzt keine Karten gemacht, aber ihr seht schon mal, ich finde, es sind ja sehr schöne Kerzen. Also das hier kann man auch für eine Trauerkarte meiner Meinung nach verwenden, aber auch für Weihnachten. Das passt beides, finde ich, mit rein. Und hier haben wir dann noch ein paar Glocken und hier eine Glocke oder ein Glockenpaar mit Schleifen. Und genau das habe ich dann auch koloriert. Genau, sogar zweimal, also hier dieses Motiv. Denn ich wollte eigentlich noch diese Schleifchen hier mit irgendwie integrieren, also irgendwie an die Seiten oder so machen. Also das könnte man auch machen, aber ich fand es dann doch ein bisschen zu viel. Ich wollte den Fokus dann doch auf die Lebkuchenmännchen. Ich glaube, das wäre sonst einfach zu viel, aber ihr seht, man könnte das auch einfach als Deko-Element nehmen. Also wenn das jetzt vielleicht eine größere Schaukelkarte wäre, dass man das dann noch irgendwie hinklebt. Jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren Lebkuchenmännchen. Die sind auch sehr, 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 sehr niedlich. So, jetzt kann ich das endlich wegmachen. Und zwar sind das diese beiden Kandidaten. Das ist einmal ja ein Gentleman-Lebkuchenmännchen. Den finde ich richtig toll. Dazu habe ich auch ein Beispiel gemacht. Und dann haben wir hier einmal einfach ein Lebkuchenmännchen mit einem Weihnachtsmützchen. Und der steht, sage ich mal, vor einer Weihnachtskugel. Ja, ich zeige euch jetzt mal das Beispiel zu diesem Gentleman-Lebkuchenmännchen. Und zwar finde ich das so genial, dass er statt diesen, sage ich mal, Schirm oder diesen Krückstock einfach so eine Zuckerstange trägt. Und das wollte ich einfach, ja, ein bisschen hervorheben. Ihr seht schon, es glitzert. Denn ich wollte einfach hier diese Zuckerstangen auch wieder aufnehmen und habe hier einfach auch, genau, Embossingpulver verwendet, also so glitzernder Embossingpulver in Rot, denn diese Zuckerstangen, die habe ich nicht selbst ausgestanzt, sondern das sind einfach Sticker und das war schon so fertig und ich dachte, Mensch, das passt ja richtig gut. Dann embosse ich das Ganze auch noch mal in so einem Glitzerrot und hier oben seht ihr, habe ich meine Nuvos ausgepackt und habe hier auch die gleichen Nuvos auch noch mal hier oben hingesetzt. Und genau hier einfach so einen Hintergrund gewischt mit meinen Distress Oxides und ein paar Schneeflocken gestempelt. Und fertig war dann auch diese Weihnachtskarte. Also ich finde wirklich, dieses Release ist wirklich einfach total niedlich. Ich
könnte mich an diesen Lebkuchenmännchen einfach nicht satt sehen. Ich finde, dass es auch Motive sind, die man im nächsten, im übernächsten Jahr und verwenden kann. Es ist, ja, ich finde, also wenn ich entscheiden müsste, fällt es mir natürlich wieder extrem schwer, aber ich glaube, meine beiden Favoriten sind wirklich hier das eine auf diesem Schaukelpferd. Ich finde, es ist ein tolles Thema. Und hier der kleine mit dem Keksglas, es ist schon sehr süß gemacht. Also ja, das sind so meine Top-Favoriten. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, welche Motive ihr am niedlichsten findet oder welches ihr unbedingt haben wollt. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, das war mal ein etwas kürzeres Video, aber ich hoffe, es hat euch wie immer auch wieder gefallen. Ja, ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ihr meine Videos schaut und hoffe, dass ich euch zumindest ein bisschen inspirieren konnte oder zumindest ein bisschen, ja, euch entertainen konnte. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss!